Hallo und willkommen zu einem weiteren Gameplay-Video von mir. Ich spiele heute Jumping Jack auf dem C64 und los geht's! Ja, Jumping Jack war ein Spiel, das ich im ersten Moment total scheiße fand damals. 1991 oder wann, kam auch auf der Game On raus und es besticht durch seine minimalistische Grafik. Und die ersten zwei, drei Versuche waren total frustrierend, aber irgendwann habe ich herausgefunden, was der Reiz dieses Spiels ist. Wie so oft ist auch bei diesem Spiel der Fall, dass wenn man es zu zweit spielt, es gleich doppelt so viel Spaß macht. Aber um es zu zeigen, geht's auch allein. Und los! Man sieht die zwei Typen hier. Ich bin der Blaue links. Und da ich alleine spiele, verschwindet der andere auch. So, man kann laufen, man kann seinen Gegner auch kicken. Sinn ist einfach, die Plattformen zu überwinden und oben anzukommen. Das sieht jetzt so einfach aus, aber es hat mir sehr, sehr viel... Ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um rauszufinden, welcher Zeitpunkt der beste ist, um zu springen. Weil, das zeigt sich bestimmt gleich... Ah, genau hier. Ja, das ist blöd. Wenn das Timing schlecht ist, dann ist alles, was man erreicht hat, im Eimer. Ja, genau so. Jetzt ist es in dem Level noch so, es gibt hier keine Gegner. Das ist quasi so der Startlevel, ja, wo man nur mal die Spielmechanik erfährt. Aber später hat man Gegner. Dann fällt man nicht nur runter, sondern kollidiert auch noch mit denen. Und ah, okay. Wird dann nicht so ganz... Ah, Glock, steig nicht so an, ey. Naja, also gut, weiter geht's. Das Problem ist halt, wirklich die Lücke zu finden. Und schon bin ich wieder ganz unten. So, wenn man zu zweit spielt, ist es halt so, wenn der Gegner oben ist, dann hat der Gegner gewonnen. So hat man einfach mehrere Versuche. Und wenn man unten wieder ankommt... Na, dann verliert man halt ein Leben. So wie jetzt. Scheiße, ey. Ich habe zu viel Köstritzer getrunken, glaube ich. Nun denn, weiter geht's. Aber, wie gesagt, ich habe eine Weile gebraucht. Und irgendwann habe ich rausgefunden, wie geil dieses Spiel eigentlich ist. Wenn man einen Gegner hat, und ab dem zweiten Level hat man den auch. So, man muss halt das mit den Öffnungen auch timen, weil die laufen ja gegeneinander, wie man sieht. Teilweise. Ja. Ja, das ist jetzt... Verdammt. Lauf! Oh, da kann man jetzt auch nichts machen, das ist klar. Man kann nur hoffen, ja genau. Dass man nicht ganz runterfällt. Man läuft hinter den Löchern her, beziehungsweise vor ihnen her, nur um nicht durchzufallen. Es ist aber auch eine ungewöhnliche Konstellation dieses Mal, dass so zwei direkt untereinander sind. Das kenne ich so nicht aus dem Spiel. Okay, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Ja, auf, komm schon. Und los geht's. Geht doch. Ich mag diese Musik, diese Zwischenmusik. Und der Autor, der glaube ich aus Ungarn oder irgendwo aus der Gegend kommt, hat versucht auf Englisch zu reimen. Es ist ganz nett gemacht. Ich mag die Musik. Ich hoffe, es ist nicht so leise. Naja, gut, okay, ich mach weiter. So. Ja.
Und hier sehen wir den ersten Gegner. Ah, Mann, ey. Das habe ich gemeint mit Timing. Timing ist eine schwierige Sache in dem Spiel. Jetzt muss man warten, dass die Öffnung kommt. Dritte Stufe, zweite Stufe. So, gleich. Das ist jetzt doof. Ja, und der Gegner ist auch schon unterwegs. Das heißt, der macht es auch noch ein bisschen schwieriger. Aber vielleicht holt er mich gar nicht ein, wenn es gut läuft. Das Schöne am Zweispieler-Modus ist, man kann seinen Gegner ausnocken mit dem Kick. Den habe ich ja ganz am Anfang mal gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt bei den Gegnern auch geht, die da einfach nur durchs Bild fahren. Gut, die Reime, das ist schon schüttelreimmäßig, es ist extrem an den Haaren herbeigezogen. Diving is another game, which I consider too lame. Naja. Okay. Diving bedeutet tauchen, oder? So, jetzt haben wir schon zwei. Und weiter geht's. Ja. Ich denke, das ist schon... Nein, genau das wollte ich vermeiden. Lauf! Lauf! Gut, Schwein gehabt, immerhin. So, jetzt sollte hier eigentlich... Nee. Da. Gut. Muss aufpassen, weil manchmal tun sich ja zwei Öffnungen auf. Oh, jetzt kriege ich Probleme. Jetzt kriege ich Probleme. Nein! Ah, oh, ich war zu schnell. Ah, das ist ärgerlich jetzt. Also man sollte sich immer in der Mitte halten, damit man eben mit so Öffnungen, damit man nicht zu sehr überrascht wird. So, sollen wir mal gucken. Kommt da eine? Die müsste ja jetzt ganz oben rauskommen. Ja, genau. Gut. You move like hell, but even if jumping is cool, don't perform there like a fool. If you continue like this, your name will be safe to disk. Juhu. Na gut. Okay. Ja, der passt schon nicht. Ja, das ist jetzt. Es wird schwieriger. Na komm schon. So, die Öffnung müsste jetzt eigentlich von rechts kommen. Nein, natürlich nicht. Irgendwie habe ich das noch nicht so ganz begriffen. Juhu! Hallo, ich bin beschäftigungslos. Zack, zu spät. Verdammt. Ah, wir stehen auf. Ah, wieder zu spät. Ah. Ah. Mal einen Partner suchen, der das mit mir spielt. Ich glaube, da bauen sich böse, böse Aggressionen auf, wenn man das gegeneinander spielt. Ah. Schnell. Ah, Schwein gehabt. Nein! Ah, ich wollte doch nur vor diesem Hexenbesen ausweichen. Na komm, jetzt lass mich wenigstens hier leben. Jetzt kommt natürlich der, war ja klar. Ach komm. Oh.
Ich komme ja schon bis Flöfur gerade. Okay. Oh, nein! Ah, furchtbar. Ich brauche ein bisschen... Gut. Also ich habe das Spiel schon mal durchgespielt. Es sind, glaube ich, nur 6 oder 7 Level. Sagt's denn? Get ready for level 5, but there you won't survive. Nobody has ever done it except for those who wrote it. Naja, das stimmt ja schon mal gar nicht. One step's easy, one step's bad. Press your button like a mad. If you really want to win, this is the time to begin. Das ist doch mal ein Wort. So, okay. Oh, jetzt kommt da einer gerannt. Was, genau, ich wollte ja mal ausprobieren, ob ich eigentlich meinen Kick auch auf die Gegner anwenden kann. Also die Computergegner. Ach, wie nett, der kann über Lücken laufen. Ganz toll. Ich kann das nicht. Ja, dann wäre das Spiel aber auch irgendwie sinnlos. So. Die Version, die ich hier spiele, die hat irgendwie 6 Trainer. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Was kann man denn da alles trainieren? So, ich versuche das einfach mal. Nee, okay, scheinbar nicht. Gut. Boah, Leute. Ich will vorankommen. Kommt ab. Ah, nee, jetzt bin ich in die Lücke reingelaufen. Habe ich noch eins? Nein. Game-Over-Musik ist dieselbe Musik, wie wenn man einen Level weiterkommt. Das ist ja nun auch nicht so schön. Aber egal. Es ist ein wirklich schönes Budget-Spiel. Ja? Auf den ersten Blick denkt man, wie billig. Aber schon allein im Einspieler-Modus hat das was. Und mit 2 Spielern muss das sensationell sein. Ich suche mir mal einen, mit dem ich das spielen kann. Auf der Homecon oder so. Okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Liked mein Video. Kommentiert es, wenn es geht, konstruktiv. Und abonniert meinen Kanal, würde mich sehr freuen. Ist es gut für euch und gut für mich. Ciao. Ach, ich kann meinen Namen noch eintragen. Na gut, dann mache ich das doch. Wird das eigentlich gespeichert? Nur damit ihr wisst, wessen Kanal ihr hier eigentlich anschaut. Das ist immer sehr praktisch. So, also Retrowurst 1974, Retrowurst 1974. Nicht vergessen zu abonnieren. Ich wünsche euch was. Bis bald.